Vous, légionnaire, vous êtes soldat pour mourir. Je vous envoie là où l'on meurt. Hallo Freunde, hallo Kameraden, ich grüße euch. Ja, hiermit geschehen. Ich möchte mich in aller schärfster Form bei euch bedanken für eure Unterstützung. Ja? Ich möchte mich in aller schärfster Form bei denen bedanken, die mir Tipps und Anregungen gegeben haben. Es war fürs Erste nicht leicht, das anzunehmen, weil es nicht in meiner Natur liegt. Ja? Ich bin eher der Mensch, eher der Mann, der gibt, anstatt nimmt. Und ich musste da wirklich durch die Hände meiner Frau gehen, die mir gesagt hat, Thomas, es kommt von Herzen, du darfst das annehmen. Ja, es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, teilweise. Und für Tipps und Anregungen war ich auch sehr dankbar. Ich werde die ein oder anderen Dinge annehmen hier, andere vielleicht nicht. Die Entscheidung habe ich noch nicht gefällt. Und jetzt mal die Ausgangslage, wie kam es denn bei mir überhaupt so weit? Damit ihr wisst, warum, wieso, weshalb. Das ist mir wichtig. Ich habe ein YouTube-Kanal, der existiert jetzt seit 2 Jahren. Ich möchte ein Wort hochhalten, das ich bei der Legion gelernt habe. Und es ist das Wort Exzellenz. Das heißt, ich will euch guten Content bieten. Ich will euch gute Bilder, gute Videos, guten Inhalt bieten. Ja? Und ich möchte diesen Content, die Exzellenz, ja, immer steigern. Oder zumindest gleichhalten können. Ja? Und das war mir ein großes Anliegen. Und um das zu tun, braucht es natürlich die notwendige Technik. Ja, ich habe zum Beispiel einen uralten PC, der nicht mehr den Anspruch genügt, den ich für euch habe. Ja, ich habe mir vorgenommen, meine Bücher zu vertonen. Ja, Hörbücher zu machen. Da brauche ich Programme, ich brauche Mikrofone, ich brauche vielleicht ein Diktiergerät. Ich brauchte ein neues Stativ, das ich jetzt habe. Ich werde im September nach Französisch-Guyana fliegen, werde dort 2 Wochen verbringen. Natürlich auf der einen Seite für mich, ja, für meinen persönlichen Fun, weil ich meine alten Jungs wieder treffe, meine alten Legionäre, meine erste Wirkungsstätte wiederfinde, ja, 1985. Aber auch für euch, denn ich hoffe, wenn das klappt, ist noch nicht sicher, wir haben ja Covid, wissen wir noch nicht, ob das wirklich so hinhaut, wie wir es gerne möchten, werde ich mit Filmmaterial zurückkommen. Und das wird wieder euch zugute kommen. Das ist Fakt. Aber, wie gesagt, PC, Mikrofon, Diktiergerät, Stativ, Reise nach Guyana mit Hinflug, Anreise, Abreise vor Ort. Das sind alles Ansprüche, die kosten Geld. Und das konnte ich so nicht stemmen. Doch, es hätte eine Möglichkeit gegeben. Ich verkaufe meine Suzuki. Ja, und das war mein, ich hatte das fest vor, um eben euch diesen Anspruch zu geben. Ja. Das wäre für mich die einzige Möglichkeit gewesen. Ja. Ich bin aktuell in einer Lage, dank eurer Unterstützung, wo das nicht notwendig ist. Und dafür bedanke ich mich noch einmal in aller schärfster Form. Ich werde es heute nochmal sagen. Ja. Und wie gesagt, die Zukunft sieht gut aus. Das Motorrad bleibt und das ist euer Verdienst. Ja. Ich werde weiter versuchen, euch besseren Content zu bieten. Wenn euch an meinen Videos irgendwas nicht gefällt, sagt es offen, sagt es laut, schreibt es hier unten in den Threads rein. Wenn ihr gerne etwas möchtet, was ich vielleicht noch nicht geboten habe, sagt es mir direkt. Wenn der eine oder andere von euch ein persönliches Anliegen hat, schreibt mir eine E-Mail, wobei ich nicht sicher bin, dass ich alle E-Mails beantworten kann, denn es sind sehr viele. Es sind sehr, sehr viele. Ja. Was wird die Zukunft bringen für einen Kanal Thomas Gast, Fremdenlegionskanal? Das ist sicher, das Highlight wird sein, einmal Guyana, September, und das andere Highlight vielleicht, ich bin gerade am Arbeiten, die Technik kommt, sie ist jetzt da, dank euch nochmal, Hörbücher. Ich möchte meine Bücher vertonen und die meinen Abonnenten zur Verfügung stellen. Ja? Vielleicht nur den Abonnenten, die eine Mitgliedschaft annehmen würden.
bin ich noch nicht sicher, die Entscheidung darüber ist auch noch nicht gefällt. Aber ich möchte jetzt hier keinen benachteiligen, deswegen muss das Ganze ausdiskutiert werden. Ich habe auch den ein oder anderen Tipp übernommen. Ich habe mir Sponsoren gesucht. Das heißt, die Anfragen sind unterwegs. Ich rechne mit mindestens ein oder zwei positiven Zusagen, was euch wieder zugute kommt. Denn es wird neues Material geben, es wird neuen Stoff geben, es wird andere Ideen geben und das ist gut. Ein Kanal lebt durch Ideen, ein Kanal lebt durch Innovation und ich lebe via meinen Kanal für euch. Liebe Freunde, noch einmal danke. Amitié, Legionär, euer Thomas Gast. Ich melde mich ab.